So, und da sind wir auch wieder. Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Resident Evil 7. Ja, inzwischen sind wir immer noch in dem Haus. Inzwischen immer noch. Wo die Mutti uns gleich besuchen wird, was wir ja schon in letzter Folge gesehen haben. Ach stimmt, das kann man vorher. Wir werden das klären. Oh, das muss eh getan haben. Wiedersehen. Termin. Ich muss ein bisschen mehr Tempo hier reinbringen. Ich werde dich überhaupt nicht vermessen. Okay, das ist anscheinend auch eine Taktik. Mein kleiner Süßer, du weißt, ich werde dich schließlich finden. Oh nein, 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 nein. Ich hätte den Brennstoff da oben mitnehmen müssen. Das ist auch nicht geladen, natürlich. Hey, Olle. Okay. Da hoch komme ich nicht, weil hier nur aus Versehen runter. Das hat ihr bestimmt nicht. Unauffällig. Hau ab! Hau ab! Alter, hab ich mich erschrocken! Ruhig.
Oh. Nachladen, 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 nachladen. Medizin, okay. Oh, diese Viecher sind so ätzend. Komm schon! Du hast doch keine Angst vor einem Mädchen, oder? Ja, vor einem Mädchen habe ich keine Angst, aber was auch immer du bist. Ah, fuck. Ja, ja, komm, hau ab. Was soll das denn? Komm schon! Wo muss ich denn hin? Eigentlich noch eins höher, ne? Ja, ich habe keinen Flammenwerfer-Muni. Oh, das ist jetzt ganz belastend. Oh, das ist jetzt noch belastender als eh schon. Ja, ey. Munition. Ich muss doch da irgendwie hochkommen, oder nicht? Ich weiß ja nicht, was meine Aufgabe hier ist. Hau ab. Ach nee. Ach nee, hau ab. Jetzt muss der nachladen. Ich hätte gerne mehr Munition. Bleib doch einfach tot, okay? Wir haben es geschafft. Alter Junge, ich schwitze hier mehr als, keine Ahnung, Alter. Das hat ja ewig gedauert. Und es...
Das hätte ich auch lange nicht mal lange durchgehalten. Wo komme ich denn jetzt raus? Okay. Das war komisch. Ey, diese Olle. Ich muss mal ganz kurz in den Safe-Raum. Ich muss mal ganz kurz mich... Alter, ey. Das war nicht so schön. Aber ich habe die verkackte Laterne endlich mal. Okay. Ja, Medizin habe ich gar keine gerade. Was ist das? Okay, ich kann nichts. Ich speichere mal zwischen. Er hat wahrscheinlich eh abgespeichert, aber. Ja, sicher. Kein Bock, dass das. Irgendwie doch nicht gespeichert wurde. Okay, also die war... Also, ne, der Vater war schon ätzend, aber der Vater war halt einfach nur ein Dude, der dich abgefuckt hat. Aber sie war halt... Mückendude. Frau, wie auch immer. Wenn man das mal als Frau bezeichnet. So. Okay. Ignorieren. Mal gucken, wie gut das klappt. Klar. Kinderzimmer. Ich meine, wir wissen, das ist wahrscheinlich Evelyn. Wir haben den Namen schon gelesen. Ein paar Mal. Aber wer oder... Also... Evelyn ist irgendein Mädchen. My family, my family, my family, my family. Von Evelyn. Die hatte ja richtig guten Schuhgeschmack. Oder hat. Warum, ich weiß nicht, warum ich davon ausgehe, dass sie nicht mehr lebt, aber... Okay, das Schiff. Oh, da war doch mal die Rede von einem Schiff, wo die... Wegen der Flut, wo kam? Ja. Selbst der Bär ist krank.
Okay. Oh. Oh Gott, nee. Anscheinend gibt's hier. Ich hoffe, hier gibt's nicht auch wieder diese Viecher. Irgendwas stimmt hier nicht. Also mit ihr nicht. Ja, würde ich so unterschreiben. Aber hier stimmt ja mit sehr vielen Leuten was nicht. Was steht denn da? Creator's Rights. Beautiful Home. They killed him. Oh. Hm. Bleib fort. Soll ich gehen? Wir sind so weit gekommen. Was soll schon noch schlimmer werden? Hallo? Ich weiß, ich soll fortbleiben, aber... Ich will nicht. Hallo? Oh, gut, ich meine, dass Türen zugehen von selber. Das ist so ein Horrorspiel-Ding, ne? Das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Spart man ziemlich Energiekosten. Hatte sie nicht einen Altar? Der Altar war hier. Ah, die Puppen kennen wir schon. Da haben wir vorne eine gefunden. Das ist der Arm, den wir brauchen. Ich schätze, das ist er. Oh. Hallo, Evelyn. Oh je. Ich habe nicht mehr viel Munition, das ist nicht so geil. Okay, wie viel Munition haben wir? Die... Ich glaube, Evelyn ist der Ursprung allen Bösens.
Ich bin mal gespannt, ob ich da rauskomme aus dem Haus hier. Ich hab ihn. Können wir mit dem Ding wirklich ein Serum herstellen? Wird schon klappen. Wenn wir es hergestellt haben, können wir hier raus. Gemeinsam. Ich warte im Wohnwagen auf dich. Okay. Wir werden nicht beim Wohnwagen ankommen. Mach jetzt mal eine ganz profane Aussage. Ich will zwischenspeichern. Sie ist oben, geh nicht hoch. Das war nicht die Mutter, die gemeint war. Da war das Mädel gemeint. Da war Evelyn mit gemeint. Oh mein Gott. Ja, das erklärt einiges. Perfekt. Mir finden. So, den Arm. Wohnwagen. Das heißt, ich krieg den auch im Wohnwagen raus. Ich mach den mal da rein. Habe ich Platz für... Ich weiß nicht für was, aber... Ihr wisst Bescheid. Okay. Das Ding ist, meistens werden die Gegner in solchen Spielen ja immer schwieriger oder stärker. Der Vater war so basic halt, ne? Weil... Er war halt der Vater. Die Mutti war... heftig, würde ich sagen. Vor allem diese scheiß Insekten. Wenn die Insekten nicht wären, wären wir mit ihr wahrscheinlich auch klar gekommen. Gut. Evelyn ist wahrscheinlich Endgegner. Vermute ich mal. Was mit Zoe auf sich hat, die scheint noch normal zu sein, aber vielleicht ist sie so psychopathisch, dass sie normal wirken kann. Eigenschaft freigeschalten. Das Jenseits gibt die Wahrheit preis. Und der Bruder, das war auch nicht, was mit ihm ist, ne? Der hat mir von irgendwann mal weggeschleppt. Das geht bestimmt gut. Was soll schon passieren? Sie ist nicht hier, das kam mir unerwartet. Ich bin sogar hier angekommen. Wo zur Hölle bist du? Ach. Ist auch egal. Wir brauchen nur noch den Kopf und den hast du. Und das wird mir und mir helfen. Hey, Kumpel! Ich dachte, du solltest wissen, dass ich Zoe eine Auszeit verpasst habe. Sie und Mia sind hier bei mir. Und sie leisten einander Gesellschaft. Lass sie doch beide gehen. Wozu brauchst du sie? Nein, nein, nein! Das ist familienintern, Ethan. Und nicht deine Sorge. Verstanden? Also, wenn du den Kopf haben willst, kannst du ruhig jederzeit vorbeikommen und ich gebe ihn dir. Aber nur, wenn du an einer kleinen Aktivität teilnimmst, die ich vorbereitet habe. Nur für dich. Welche Aktivität? Oh, oh, oh. Du bist schon ganz scharf drauf, aber keine Sorge, die läuft ja nicht weg. Als allererstes hätte ich gerne Partner... dass du für mich einen Blick in den Kühlschrank dort im Wohnwagen wirfst. Leck mich! Oh, komm schon, sei doch nicht so. Du willst doch ein bisschen Spaß haben, oder? Jetzt schau in den Kühlschrank.
Will ich da reingucken? Okay. Oh Wunder, Zoe ist nicht hier. Also entweder wäre ich nicht hier angekommen oder sie, ne? So, sonst wäre es ja viel zu einfach. The pig is waiting for you in the dissection room, bitch. Das Schwein wartet im Zerlegungsraum auf dich, Miststück. Oh, das ist so ein halbverwandelter, ne? So, hier hast du die Zähne und das Maul. Mit der Maus sowas drin, ist immer spaßig. Schnell wieder zumachen. Okay. Warte, wo? Im Zerlegungsraum? Zerlegungsraum. Material für Serum finden. Die Leiche des Deputies im Verarbeitungsbereich finden. Das ist der Deputy? Oh. Das war vielleicht der Deputy. Der Verarbeitungsbereich. Was denn jetzt? Zerlegungsraum. Ah. Hä? Wait. Stand da nicht gerade Verarbeitung? Stand im Zerlegungsraum? Ja. Die Aufgabe ist Verarbeitungsbereich. Das ist ja viel komplizierter. Verarbeitungsbereich. Zerlegungsraum ist hier. Okay. Bevor wir das aber machen, ich würde sagen, ich speichere mal und mache mal eine Aufnahmenpause, weil die Mutter hängt mir noch nach. Jetzt kommt gleich. Also, boah. Ja. Okay. Nice. Munition für eine Waffe, die ich noch nicht brauchen kann. Geben wir uns für später auf. Okay, ich würde sagen, wir sehen uns nächste Folge wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Ciao.